Nun, aber ich sprach von den namenlosen Tagen, wenn sie denn kommen. Klingt plausibel. Ihr braucht eine Heimat. Ihr braucht Logistik, Versorgung. Wenn ihr viele Leute beheimaten wollt, wie viele Schiffe führt ihr mit euch außer eurem eigenen? Viele. Wollt ihr die alle wirklich in Salem unterbringen? Noch einmal, ich biete euch meinen Hafen an. Wir kämpfen von hier aus. Nehmen wir an, zu sehr vorteilhaften Preisen? Zu sehr familiären Preisen? Kapitän, ja, ich schlage vor, dass wir dem Angebot der Frau zumindest in gebührende Bedenkzeit geben. Schließlich hat sie recht, Salem ist kein guter Hafen. Das ist wahr. Und ich denke, wir haben hier gemeinsame Interessen. Naja, also ihr solltet euren Hafen befestigen, so gut ihr könnt. Ihr werdet recht haben, ihr werdet bestimmt den einen oder anderen Piraten anlocken. Wir kämpfen wie die Löwen. Wenn wir die ganzen Schiffe, diesen bunten Burgen hier versammeln, dann werden sicher nicht ein paar Piraten hier versuchen zu plündern. Da habt ihr völlig recht. Naja, ich denke nicht, dass wir hier im Hafen sein wollen, wenn die hier vorbeifahren. Ich glaube nicht, dass sie sich mit uns messen wollen. Ich meine, die haben doch schließlich ihr Ziel, ihr Ritual. Und wir sind diejenigen, die sie aufhalten wollen. Wenn wir mit unserer vollen Macht bereits Stärke hier sind, dann... warum ein von uns gewähltes Schlachtfeld nehmen? Ich denke, ihr überschätzt die Organisation des Feindes. Faktiere haben nicht immer sich so unter Kontrolle, wie wir das vielleicht haben. Und so vor allem ist er ein Paligan. Ein Paligan versteht nichts von Strategie und Taktik. Sie. Aber es ist auch umso besser für uns, wenn ein paar von denen abbrechen, den Kampf mit uns hier suchen und die Klagenbringer sich gar nicht einmischt. Naja, wir müssen erstmal nach Salem fahren und schauen, was wir rausfinden, bevor wir solche Pläne schmieden. Ich glaube auch, es ist noch etwas früh für den Schlachtplan. Aber wir sollten Port Zornbrecht als Stützpunkt auf jeden Fall in Betracht ziehen. Hab Dank, Kommandanta. Wir werden morgen wieder aufbrechen. Ich wünsche euch alles Gute bei der Verteidigung des Hafens. Wir werden uns wiedersehen. Bald wieder. Ganz sicher. Spätestens wenn ihr in Salem wart, werdet ihr euch dankbar an mich erinnern und an meinen Hafen. Also gut. Dann kann ich euch eine Taverne empfehlen oder werdet ihr an Bord eures eigenen Schiffes bleiben? Es sind nur kleine Dreckslöcher, aber nun, besser als nichts. Und wir nehmen gerne eure Empfehlung als Ortskundige. Dann solltet ihr den Wickelkopf nehmen. Danke. Ich kann es nicht beweisen, aber der Name fühlt sich rassistisch an. Bestimmt. Ja, ihr könnt hier im Hafen des Löwen die Nacht verbringen. Der Wickelkopf ist von sehr niedrigem Preis. Das liegt einfach daran, dass die wenige Besucher haben, aber von etwas höherer Qualität, also Q4, P2. Und könnt dort dann tatsächlich auch so etwas wie Wein trinken, auch wenn Abel mir bemängelt, dass es alanfanischer Wein ist und kein horasischer, aber es ist Wein. Und dann gut gelaunt in Richtung Salem am nächsten Tag fahren, das ihr dann sicherlich auch am nächsten Abend erreicht. Ich würde auch der Mannschaft die Gelegenheit geben, da mal anderen zu gehen und was zu trinken, weil ich glaube, das ist besser, als wenn sie in Salem rumrennen. Das auf alle Fälle. Und vor das allem ist, für sie. Ja, das ist aber auch so eine richtige Hafenstadt, auch für, wie gesagt, viele Besucher sind da nicht, aber die sind für Seeleute ausgelegt. Die Sklaven werden hier nichts trinken können, dürfen. Also alles, was hier irgendwie an Herberge ist, Valkis Paradies, Wickelkopf und das Bordell Schwarze Perle, das ist alles für Seefahrer. Ich würde auch den Effert hochgeweihten, wenn er ein wenig gelöst ist von einem Bier oder Wein, wie auch immer,
mal die Papiere präsentieren und nach seiner Einschätzung fragen. Beim Glas Wein, versteht sich. Ja, der wird wohl nicken. Als einer der wenigen Eferdis, der ein bisschen unorthodox ist, nickt er und sagt, dass das tatsächlich wohl wahre Dinger sind, die er so nicht kannte, aber die seine Thesen untermauert, die er so offen nicht ausspricht. Nun, ich verstehe, dass diese Thesen in euren Augen ketzerisch sein müssen, aber was glaubt ihr? In anderen Ebenen könnte es dort sein, dass andere Götter in Alvaran herrschen? In anderen Realitäten, sagt ihr? Ja. Ich habe nicht allzu viel Erfahrung mit anderen Realitäten. Ich kümmere mich um unsere. Ja, wir werden sehen, was wir in Zelle finden werden. Ich hoffe, unsere Reise ist erfolgreich. Nun, was haltet ihr von der Kommandanta hier? Ich habe sie nicht kennengelernt. Ihr solltet sie kennenlernen. Sie ist wirklich hübsch. Wenn eine Anfahnerin. Ich habe sie nicht kennengelernt. Ja. Nur weil ich verheiratet bin, heißt es nicht, dass ich mir keine anderen Frauen angucken darf. Jetzt müsste Kiaras hier sein. Er hätte so viel zu sagen. Wir werden sicherlich in der Zukunft noch Gesprächspotenzial haben. So ich Selim kenne, werden wir tatsächlich nicht dort kämpfen. Das Delta ist zu sumpfig, zu matschig. Wir werden tatsächlich, bevor wir den Hafen erreichen können, einen Lotsen brauchen. Gibt es dort auch einen Effa-Tempel? Ich glaube, ja, oder? Selbstverständlich gibt es dort einen Effa-Tempel. Aber er ist anders als all die anderen Tempel. Was meint ihr mit anders? Ja, das werdet ihr schon sehen. Ihr macht mich neugierig. Seht ihr, schon haben wir einen neuen Visitationspunkt. Ich werde diesen Effa-Tempel nicht betreten. Ich werde an Bord bleiben und all denjenigen eine Zukunft bieten, die an unserem Schiff sind. So jemand von dort aus dem Hafen kommt und meinen Segen erbittet, so werde ich ihn auch geben. Den paranoiden Eferdis in Selim solltet ihr nicht trauen. Was treibt euch zu dieser Aussage, dass man ihn nicht trauen darf? Ja, das werdet ihr schon sehen. Nun gut. Das werden wir wohl. Dann könnt ihr am nächsten Tag, am Abend, vor Selim einlaufen. Der Hafen selbst ist nicht befahrbar. Ihr könnt allerdings vor euch erkennen, ein großes, trübes Delta, sumpfig, matschig, schleimig und nebelverhangen, sodass ihr dort einige Boote erkennen könnt, die euch dann auch zuwinken, und wenn dann eben auch nach und nach es so sehr neblig wird, dass dann eure Svafnir-Geweihte die Glocke klingen lässt, könnt ihr dann eben auch etwas warten, bis dann ein Lotse an Bord klettert, sich die Seitenwand hochzieht und euch dann begrüßt, beziehungsweise sich nach der Kapitane erkundigt. Ja, die steht draußen an Deck. Hey, ihr braucht einen Lotsen, oder? Braucht ihr einen Lotsen? Ich bin euer Lotse, wenn ihr einen braucht. Oder wollt ihr es so durch den Nebel versuchen? Ihr werdet es nicht schaffen. Ich denke, bei diesem Nebel brauchen wir auf jeden Fall einen Lotsen, zumal keiner von uns mit dem Delta vertraut ist. Der Schlangensumpf ist trügerisch. Faulendes Erbe von Elem. Kommt, ich führe euch. Gebt mir das Ruder. Ich schaue Habulgard an.
Das ist hier wohl so, was? Sie zuckt nur mit den Schultern. Ich bin übrigens Krivaro. Ich bin in der vierten Generation. Ich kann euch über den Schlangenfluss bringen. Wir fahren noch nicht in die Niederhöllen. Nun, das hoffe ich. Ihr müsst wissen... Er zupft so ein bisschen an deiner Schulter. Ihr müsst wissen, ich diene Horas. Dem Nebelfalken. Er wird uns erhellen. Ich bin nicht sicher, ob das Abel mir gefallen oder missfallen würde, aber... ja, sicher. Wollt ihr mitkommen? Ich kann euch zeigen, wie ich das Schiff steuere. Er humpelt so ein bisschen nach oben und wird dann von dem sehr angewiderten Horasia das Steuer bekommen. Ja, ich würde auch mitgehen, allein schon um ein Auge auf ihn zu haben. Ich hoffe, ihr versteht euer Handwerk. Großes Schiff, aber ich mach das schon lange. Der Schlangenfluss wartet. Du kannst wohl irgendwie noch Havulgard hören, halbes Segel, mehr nicht. Und dann segelt ihr in den Nebel hinein. Ich trete auch mal ein Deck irgendwie an, um die Seele mal Luft erstmal zu schnuppern. Ich war noch nie hier. Einst die stolze Hauptstadt eines blühenden Sultanats. Nun durch das faulende, durch die Frucht im Delta des Sintrog-Flusses. Es hat sich ein Gestank hineingegraben und ihr durchwühlt den Schlangenfluss, den Nebel, gemeinsam mit eurem seltsamen Flößer. Gäbe es einen Durchgang, ein Tor zu Borons Hallen in die vierte Sphäre, so stünde er in Selem. Nirgendwo sonst ist Siechtum, Tod, Wahnsinn, Frevlertum, Armut und Verkommenheit so präsent wie hier. Obwohl Selem ein bedeutender Knotenpunkt ist, obwohl von hier die Novadi-Waren aus der Kurm oder die weite Welt verschickt werden und Waren aus ganz Aventurien den Weg Syntowärts aufwärts ins Kalifat antreten und obwohl Handelshäuser aller Welt hier Kontore eingerichtet haben, bleibt Selem ein Ort, an dem niemand länger als nötig verweilt. Vergangen ist die Größe des Sultanats Elem, der Ruhm und der Reichtum, zerschmettert vom Zorn der Götter von Fexta selbst, die einen Kometen ihn niederwarfen, um den Hochmut und die Hybris der Elemer zu strafen. Selem ist nur ein kläglicher Rest des einstigen Sultanats, dessen Trümmer von der Flut verschluckt worden sind. Vielleicht erinnert es Abel mir ein bisschen an Havena, wenn du dort auf der anderen Seite schon einmal warst. Der Sumpf hat sich geholt, was die Götter übrig ließen. Und so findet man überall alte Mauern, überwuchert von Schlingpflanzen und Gestrüpp. Und dann tockt ihr gegen eine hölzerne, modrige Bohle. Und ihr könnt hören, wie der Steuermann etwas schreit von Segel weg! Segel weg! Was für eine traurige Begrüßung. Ich hatte mir mehr erwartet. Brütende Hitze, moderner Gestank, die an euch zerren, vor allem an euren Nerven. Und dann könnt ihr sie sehen in den Schatten. Es sind keine Schatten, es ist der Nebel. Wie dort auf der anderen Seite der hölzernen Stege ein Tau, was noch an die verschiedenen Ankerplätze angelegt wird. Ihr könnt sie sehen. Huschende Gestalten, schuppenbewehrt. Achas! Wie sie euch mit ihren leuchtenden Augen aus dem Nebel anschauen. Ihr habt das Gefühl, als würden sie überall um euch herum sein. Oder gaukelt euch die bedrückende Stimmung aus Elend und Wahnsinn nur etwas vor? Verzagt nicht, Fremde! Verzagt nicht! Tun wir nicht. Die Götter sind mit uns. Ja, sehen Sie. Er zupft wieder so ein bisschen an deiner Schulter. Ich bekomme noch Geld. Ja, bekommt ihr. Abel Mire bezahlt den Jungen. Bezahlt ihr noch selbst? Ich habe kein Geld. Tja, dann soll es aus der Schiffskarre bezahlt werden. Warum soll ich das bezahlen hier? Ja, Dr. Rumpel kommt dann auch nach oben und bezahlt dann diese merkwürdige Kreatur, die dann humpelnd über den Steg weghinkt. Ey, sag da mal, rett die so schnell weg. Gib ja.
Gibt es hier eine vernünftige Herberge? Viele? Wollt ihr bei mir übernachten? Ich meinte eine gute. Und ihr könnt bei mir übernachten. Nein, danke. Könnt ihr eine gute Herberge nennen? Ich will noch bei ihm übernachten. Die Treppe nach Amhas. Die Treppe nach Amhas. Das Tor ist wieder offen. Ihr könnt durchgehen. Ist das eine Herberge oder eine Treppe? Es ist keine Treppe, es ist ein Portal. Kommt mit, ich kann euch führen. In vierter Generation. Danke. Also könnt ihr uns keine Herberge nennen. Nur gut, den Selimahof. Oder die Karawanserei ohne Namen. Oder die Schenke Dublonenregen. Ihr habt keine Novadis dabei, oder? Habt ihr Novadis dabei? Versteckt ihr sie unter eurem Gewand? Nein. Bist du ein Novadi? Sehe ich aus wie ein Novadi? Haben dir die Götter dir dein letztes Hirn weggeraubt? Bist du eine Echse? Nein. Dann kannst du in den Dublonenregen. Kein Problem, kommt mit, ich kann euch führen. Wie sagt ihr, Hotel Selimahof klingt akzeptabel. In Kleinperikum. Kommt mit. Kleinperikum, hier lang. Wartet kurz. Wenn euch eine Echse anspricht, ihr dürft ihr nicht in die Augen gucken. Die machen euch wahnsinnig. Nun, dann ist bei euch nicht viel zu holen, vermute ich. Nein! Ich liebe die Stadt schon jetzt. Ja, bei mir, ich sehe, du machst schon wieder die neue Freunde. Faulendes Erbe! Komm mit zur Treppe von Amhas! Vielleicht später. Wollt ihr die Präfektin kennenlernen? Sie ist eine Moräne. Nein, danke. Wo sind wir hier hineingeraten, Sulamin? Er humpelt über den Steg weg und verschwindet im Nebel. Das ist unsere letzte Gelegenheit, bei dem zu schlafen. Ja, ich würde... Ich glaube, ich würde lieber auf dem Schiff schlafen. Ich denke auch, aber wir müssen uns vielleicht anpassen. Erkundigung einziehen, das kann man nur dort, wo man schläft. Oder wo man speist. Und da schien ja ziemlich viel zu wissen. Wir sollten uns vielleicht einmal diese Herberge angucken. Selimahof. Es ist nur nicht ganz einfach, aus diesem Gebrabbel Informationen zu entnehmen. Ich glaube, wir haben da einen ziemlich guten Kundigen weggehen lassen. Also... Nun ja, wir werden vielleicht andere finden, vermute ich mal, wenn wir das Schiff verlassen. Naja, wir sollten einfach zusammengehen und lass euch nicht von den Hexen fressen. Das sind garstige Viecher. Für den Tipp. Wenn sie euch verspeisen sollen, dann brauchen sie wohl etwas länger. Ich denke nicht, dass wir unmittelbar in Gefahr sind, wenn wir gemeinsam in der Stadt unterwegs sind. Aber ich gebe zu, die Stimmung hier ist bedrückend. Aber lasst uns einen ersten Vorstoß in die Stadt unternehmen. Wenn ihr auf die Holzbohlen tretet, den Steg, könnt ihr auch merken, wie er sapschig unter euch nachgibt. Er versinkt nicht im Wasser, sondern es ist eher so, dass das Holz unter euch nachgibt und ihr so ein bisschen weich einsinkt im Holz. Es ist doch ziemlich rutschig. Die ganze Stadt fault. Ja, sie sollten etwas Aufmerksamkeit in diesen Bohlen vielleicht widmen. Schließlich ist das Eingangsportal in die Stadt. Und wenn es schon hier schon so aussieht. Was erwartet man auch, wenn man eine Stadt mitten in den Sümpfen baut? Jetzt mal ernsthaft. Nun, Brava klingt auch mitten in den Sümpfen. Ich habe nur nichts Gutes bisher von Brava gehört. Naja, manche Teile der Stadt sind annehmbar. Ich war auf Serpentier. Bitte, wie meinen? Ich sagte, manche Teile der Stadt Brabak sind ganz annehmbar. Ich würde euch da nicht zustimmen. Sowohl die Stadt als auch die Akademie sind verkommene Orte, an denen ich nichts. Der Keller ist allerdings ganz annehmbar, wenn man in den richtigen Ecken.
Naja, also wo soll ich uns jetzt hinführen? Ich denke, ich darf hier mal wieder vorgehen. Wir suchen, wie hieß es gleich noch, Hotel Selemahof. Dort sollten wir uns einmieten, das Erste. Ich denke wahrhaftig nicht, dass wir unser Land teilen sollten. Wir können davon ausgehen, dass die ganzen Agenten bereits vor Ort sind. Wir könnten versuchen, gleich diese Bibliothek zu finden. Denn ihr wolltet ja eigentlich auch nur zu diesem Ort, um dort weitere Informationen zu sammeln. Vielleicht sollten wir uns erstmal akklimatisieren, wie man so schön sagt. Das örtliche Flair und die Person kennenlernen. Ich glaube, du hast so die gute Durchschnittsperson hier in Ihr habt ja schon die gute Durchschnittsperson hier in Selem kennengelernt. Der hat uns gelotst. Nun, man sollte nicht von einer Person auf alle schließen, nicht wahr? Aber mir, die sind hier alle nicht ganz sauber. Sag ich nicht, ihr solltet euer Vorurteil beiseite lassen? Dies ist kein Vorurteil, dies ist ein Faktum. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Wir gehen erstmal auf der Hauptstraße da hinten einmal lang, schauen, ob wir einen Tempel oder die Bibliothek finden. Sollten wir zuerst einen Tempel finden, fragen wir da nach der Bibliothek. Wenn wir direkt die Bibliothek finden, dann ist ja gut gelaufen. Ein guter Plan. Wenn ihr auf den ersten großen Platz kommt, von den Hafenbohlen runter, könnt ihr so etwas wie einen Marktplatz erkennen. Einige brüchige Buden, die hier aufgebaut sind, die einzelnen Dächer, die drauf geklatscht worden sind, faulen und schimmeln. Ihr könnt Echsen erkennen, die gehuscht und gebeugt und lang gehen, dürre Bettler, die, und ihr bekommt fast das Kotzen. Ihr könnt erkennen, wie einem dieser Bettler wohl die Kniekehlen, die Kniescheiben sind hinten, sodass er wie ein Vogel sich bewegt. Der Rücken eines anderen Bettlers ist stark gewölbt, sodass er wie ein Tier auf allen Vieren sich fortbewegt. Und die Hände sind wohl kurze Krücken, die er sich da wohl dran gebunden hat oder sich in die Arme reingerammt hat. Und zusätzlich dieser Geruch und dieser Gestank. Alle 10 Meter ein anderer Odem, der euch erfüllt. Und ihr müsst euch wirklich zusammenreißen. Auf dem Marktplatz könnt ihr eine große Statue erkennen von einem gewaltigen Kraken. Und dahinter den Nefert-Tempel. Man kann es nicht wirklich erkennen, aber neben den dürren Lustknaben, den Dirnen mit den glotzenden Augen oder den verkümmerten Ohren, wie kleine Blumenkohl sieht's aus. Dort stehen sie im Schatten und modrige Rauchstuben könnt ihr erkennen, Schenken. Daneben, im Schlamm des Sintos, von schmatzend dem Schuhwerk, was denn diesen ganzen, wenn ihr diesen Marktplatz betretet, überall ist Schlamm. Und wenn ihr dieses Schmatzen so ein bisschen versucht zu ignorieren, könnt ihr in der Mitte neben der Statue des Kraken des Rund des Effort-Tempels erkennen. Dachlos, sodass man im Inneren keinen Schutz hat vor der drückenden Schwüle, vor Insekten, Moskitos. Der Vertrugsgeweihte warnte mich vor diesem Tempel. Er wollte ihn nicht betreten, aber er macht mich neugierig. Ihr könnt den Tempel einfach nur daran erkennen, dass ein großer Delfin darauf angebracht worden ist. Was euch ein bisschen irritiert, ist, dass der Delfin 3 Augen zu haben scheint. Naja, also wollt ihr da jetzt nun rein oder nicht? Ich kann verstehen, warum er sich hier nicht heimisch fühlt. Nun, es wäre zumindest ein erster Anlaufpunkt, um weitere Informationen zu bekommen, was sich wo befindet.